HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Hannover gegen den HSV, Samstagabend 20.30 Uhr und 20.000 Hamburger sind wie schon in der vergangenen Saison wieder mit dabei. Es wird ein echtes Fanfest, wenn sich die Nordclubs zum Topspiel der zweiten Liga treffen. Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Stefan Walter und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs, der heute Geburtstag hat. Moin und alles Gute, Henrik. Moin Stefan, vielen Dank. Eigentlich sollte das ja geheim bleiben, aber vielen Dank fürs Ausplaudern. In unserem Podcast bleibt nichts geheim, das weißt du doch. Und ja, wenn wir über Hannover und den HSV sprechen, dann reicht Henrik alleine natürlich nicht, sondern wir wollen das auch mit einem weiteren Experten tun, der für beide Clubs einmal gespielt hat, nämlich von 2014 bis 2017 beim HSV und von 2017 bis 2020 in Hannover. Jetzt ist er nicht mehr nur noch Spieler, sondern auch Trainer, Vater und Spielerberater. Herzlich willkommen, Matthias Ostschollek. Danke, moin und auch von mir nochmal alles Gute. Ja, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist und dir etwas Zeit nimmst. So viel hast du ja offenbar aktuell nicht davon, aber genau, darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Stefan hat es schon gesagt, du bist ja mittlerweile echt ein richtiger Tausendsasser. Und genau, und über dein neues Leben nach der Profikarriere wollen wir mit dir sprechen. Tatsächlich hast du nämlich in dieser Woche jetzt deine erste Aufgabe als Cheftrainer übernommen. Ist das korrekt? Und ja, erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Ja, das ist korrekt und es war eigentlich auch überhaupt nicht geplant. Ich bin ja, wie schon erwähnt worden, in die Spielerberatung gegangen bei einer Agentur und habe aber dadurch, dass ich bis jetzt mein ganzes Leben eigentlich nur Fußball gespielt habe, ist es dann irgendwie, in welche Richtung will man dann letztendlich bleiben? Für mich dann hat sich herauskristallisiert, ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben. Dann gibt es ja auch viele unterschiedliche Zweige, die man im Fußball nehmen kann. Da war halt schon Spielerberatung von Anfang an ein Thema bei mir. Und ich habe aber trotzdem seit Juli auch die B-Trainer-Lizenz angefangen. Und sozusagen war durch die Trainerlizenz hier in Kontakt mit einem Verein, habe da sozusagen als spielender Co-Trainer fungiert. Und ja, der Verein hat sich letzte Woche vom Cheftrainer getrennt und ist dann auf mich zugekommen und hat dann angefragt, ob da eine Möglichkeit bestehen würde, dass ich das übernehmen würde oder soll. Und dadurch, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, die letzte Woche mit dem Team und auch dann wieder auf dem Platz zu stehen und nicht nur als Spieler zu fungieren, sondern auch den Spielern was mitzugeben und die Spieler da auch sehr offen für sind, dass da ein Ex-Fußballprofi mit auf dem Platz steht und da auch sehr viel mitnehmen wollen, fand ich das richtig cool und sind wir jetzt zusammengekommen und ich habe gesagt, lass uns das mal zusammen die Saison angehen und einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das ist ja durchaus spannend, wenn du jetzt quasi selbst noch auf dem Platz stehst, beim Training als Spieler mit dabei bist und dann das Training auch leitest oder wie organisierst du das? Hast du dann deinen Co-Trainer, der die Übungen macht und du erklärst dann mit oder wie organisiert ihr euch? Sowohl als auch, eigentlich war es für mich immer, dass ich gesagt habe, wenn ich Cheftrainer bin, dann möchte ich das auch von der Seite aus machen und dann nicht mehr als Spieler fungieren, weil es schon im Training nicht ganz so einfach ist. Aber ja, der Verein hat mich auch darum gebeten, dass ich halt auch weiterhin, wenn es möglich ist, als Spieler mit auf dem Platz stehe. Und natürlich, wenn ich halt unter der Woche gar nichts trainiere, dann wird es auch in der Bayernliga irgendwann schwierig für mich, da mitzuhalten. Und deswegen, da teilen wir uns immer mit dem Co-Trainer schon gut auf, wer was im Training macht, dass ich halt da auch die Möglichkeiten habe, die Übung mitzumachen. Aber natürlich lege ich da auch mit dem Fokus halt, den Spielern, sage ich mal, die Spielweise, wie wir spielen wollen, mitzugeben und auch darauf zu achten, wie ich die Spieler da irgendwie korrigieren kann und weiterentwickeln kann. Am Samstag steht dann auch dein Cheftrainerdebüt an in der Bayernliga Süd. Du hast es gerade angesprochen. Ihr habt ein Heimspiel mit eurem TSV Schwaben Augsburg gegen den TSV Landsberg. Merkst du schon die Anspannung so kurz vorher? Bist du nervös? Es war ja schon das letzte Wochenende, dass ich sozusagen interimsweise als Cheftrainer an der Seitenlinie stand. Und da haben wir am Freitag in Dachau gespielt, 1-0 gewonnen. Und es war eigentlich jetzt nichts
wo ich sage, die Anspannung war irgendwie anders oder man hatte, für mich ist Fußball immer, wenn es um Punkte geht, ist auch egal, ob es Bundesliga ist oder in der Bayernliga oder ich glaube in der Kreisliga wäre, wenn es um Punkte geht, hat man immer eine gewisse Anspannung und die hatte ich auch vor dem Spiel. Und die werde ich auch vor dem nächsten Spiel haben, aber dass ich nervös war oder nicht, oder eher gar nicht, sage ich mal, aber es ist eine gewisse Anspannung da und es waren halt natürlich neue Abläufe für mich, weil als Co-Trainer hat man da jetzt auch nicht die Mannschaftsbesprechung vorm Spiel gehalten und ist dann schon ja was komplett Neues. Ja, ich stelle es mir auch spannend vor. Ich nehme an, der Trainer aus Scholleck stellt den Spieler aus Scholleck dann auch noch selbst auf, ne? Oder? Diskussionen führen. Es war eigentlich nicht meine Absicht, mich selbst aufzustellen, aber ich habe es nicht dran vorbei. Doch, hinten drin als Innenverteidiger, als alter Haudegen, die jungen Spieler da zu leiten, ja, das bekomme ich noch sehr gut hin. Wie wird das in der Mannschaft eigentlich aufgenommen? Ist das ein Thema? Ist ja schon eine interessante Konstellation oder hast du die Truppe komplett hinter dir und versteht jeder auch deine Konstellation als Trainer und Spieler? Die Truppe steht da komplett dahinter. Die, was ich so mitbekommen habe, die fanden die Idee auch richtig gut, dass ich da, dass es die Möglichkeit gab, dass ich es auch dann übernehmen kann oder soll. Und da habe ich die volle Rückendeckung und die ziehen da auch komplett mit. Und ja, für die ist es überhaupt kein Problem, sondern die finden es halt eigentlich an sich richtig gut. Cool, dass ich da auch weiter noch als Spieler mit auf dem Platz stehe, weil es natürlich schon mit meiner Erfahrung und ich glaube schon, dass ich bin jetzt auch noch nicht im allerhöchsten Alter, dass ich da schon der Mannschaft sehr gut auf dem Platz auch helfen kann. Aber es war natürlich nicht meine Absicht, irgendwie Cheftrainer zu sein und noch zu spielen. Aber es klappt bis jetzt sehr gut und die Jungs stehen dahinter. Und wie ich schon gesagt habe, die finden es schon richtig cool, dass da ein Ex-Profi mit auf dem Platz steht und die da sehr viel mitnehmen können von einem. Wenn ihr dann vor dem Spiel die Videoanalyse macht oder die Taktik, dann hältst du die Besprechung und sagst dann hier, der linke Innenverteidiger aus Scholleck dribbelt dann da in den Raum. Den lieber nicht anspielen. Ja. Nein, ist natürlich, die Besprechung halte ich auch ganz normal und die Aufgaben, die ich zu tun habe mit meinem Partner in der Innenverteidigung, spreche ich natürlich auch an, damit da auch jeder Spieler Bescheid weiß, was die Aufgaben von jedem Einzelnen sind und es ist natürlich manchmal ungewohnt, dass man dann bei Standardsituationen seinen eigenen Namen sagt, ja, der Matze steht dann dort und der Nächste dort. Aber ja, es ist jetzt kein Problem. Ja. Bist du denn dann als Trainer, dass du mit den Innenverteidigern eher so spielst wie beispielsweise Markus Gisdol und dann auch gern mal einen langen Ball gegen Pressing oder Tim Walter-mäßig flach hinten raus? Es ist schon unser Spiel, dass wir Fußball spielen wollen, aber ich bin jetzt nicht, dass wenn wir komplett unter Druck sind, dass wir da unbedingt nochmal den nächsten Flachpass suchen müssen. Also es ist schon bei uns aufgebaut, dass wir Fußball spielen wollen und auch, dass wir wenn wir zugestellt werden, dass wir da nach Lösungen suchen, wie wir von hinten heraus spielen können. Aber ich sag, bevor wir da einen Hochrisikopass machen, der vielleicht zum Gegentor führen kann, habe ich auch kein Problem, wenn der Ball hinter die gegnerische Kette gespielt wird und dann halt Druck ausgeübt wird. Was oder wenn man unsere Spiele sieht, hat man auch schon von Anfang an der Saison gesehen, auch unter dem alten Trainer, dass wir schon eine Mannschaft sind, die sehr intensiv spielt, die vorne drauf geht, den Gegner immer unter Druck setzen möchte und da im Angriffspressing agiert. Also eine gesunde Mischung aus den diversen Spielsystemen, die wir so in den vergangenen Jahren im Volkspark gesehen haben. Du hast es gerade schon angesprochen und hast gesagt, du bist noch gar nicht in einem so hohen Alter. Trotzdem hast du im Februar mit nur 32 Jahren deine Profikarriere beendet. Kannst du uns einmal mitnehmen, was so deine Beweggründe waren? Ja, ich war ja zuletzt in Österreich 1,5 Jahre und da ist auch unsere Tochter zur Welt gekommen. Die hatte gestern Geburtstag, die ist 2 Jahre alt geworden und es war
einerseits eine sehr gute Zeit in Österreich, andererseits war es auch für uns als Familie eine sehr intensive Zeit in Österreich, weil wir natürlich ja, Familie, Freunde sehr weit entfernt waren in Deutschland und unsere Tochter zur Welt gekommen ist. Also für meine Frau und mich schon eine sehr intensive Zeit und es da auch für uns nicht ganz so einfach war, oder für meine Frau vor allem. Ich bin zum Training gefahren, Auswärtsspiele unterwegs gewesen und da war sie auf sich allein gestellt und ja, wir dann schon als Familie auch beschlossen haben, dass wir zurück nach Deutschland wollen und ja, oder für uns war klar, später nach der Karriere wollen wir entweder in Augsburg oder Hamburg leben, aber wir jetzt erstmal gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall in die Nähe von ja, einer unserer Familien. Meine Frau kommt aus Augsburg, ihre Familie wohnt in Augsburg, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, meine Familie wohnt im Ruhrgebiet und an sich haben wir gesagt, ja, Augsburg würden wir schon favorisieren und wenn sich da irgendwas fußballtechnisch ergibt, würde ich noch weiterspielen, aber ich bin auch mit der Karriere, die ich bis jetzt hatte, zufrieden und bin froh darüber und auch stolz drauf. Und ich muss aber auch nicht mehr auf Teufel komm raus Fußballprofi sein, sondern ja, mir ist die Familie einfach wichtiger, dass wir oder dass es uns gut geht, dass ja, dass es unserer Tochter gut geht und dass da auch wir Familie und Freunde in der Nähe haben, die uns da auch unterstützen können. Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste und absolut nachvollziehbare Entscheidung. Es gab ja schon mal einen Linksverteidiger beim HSV, der sehr früh seine Karriere beendet hat, Marcel Janssen mit 29. Heute HSV-Präsident hat damals gesagt, er konnte jetzt auch kein anderes Wappen irgendwie mehr küssen, nachdem er für drei Traditionsvereine gespielt hat. Ist das für dich das Thema komplett durch jetzt oder du bist ja mit 33 durchaus noch im Saft und falls irgendwo nochmal sich vielleicht eine Option ergibt, könntest du dir da nochmal was vorstellen oder? Ja, also an sich gehe ich jetzt oder habe ich damit im Kopf abgeschlossen, dass Profifußball für mich selber spielen, sage ich mal, abgeschlossen ist. Ich spiele jetzt auf einem, sage ich mal, hohen Amateurniveau, wo es für mich auch sehr viel Spaß macht, mit den Jungs zu kicken, wo ich auch gefordert werde, sei im Training oder im Spiel. Aber Profifußball selber spielen ist bei mir im Kopf abgeschlossen und damit beschäftige ich mich überhaupt nicht mehr und bin ja jetzt andere Sachen angegangen und das jetzt mit dem Cheftrainerposten war eher unerwartet und nicht geplant, sondern es war halt erstmal in der Spielerberatung jungen Spielern vor allem auch zu helfen in ihrer Entwicklung zu helfen, in ihrem oder auf ihrem Karriereweg zu helfen. Und da hatte ich bis jetzt auch sehr viele gute Rückmeldungen von den Spielern, dass sie natürlich auch sich da sehr gut mit einem Ex-Profi oder sehr gerne mit einem Ex-Profi austauschen, der sozusagen das Gleiche schon selber erlebt hat und der, sag ich mal, die Erfahrung den Spielern ja, mitgeben kann, vor allem, wenn es vielleicht nicht so läuft, wie alles oder im Kopf geplant war oder wie irgendwie der Sprung zu den Profis geplant war und dann die ersten Einsätze. Und da kann man halt schon den Spielern sehr viel mitgeben, wie man damit umgehen kann. So, und jetzt stehst du am Sonntag wieder an der Seitenlinie plötzlich als Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg, also genau, bei dir um die Ecke Bayernliga Süd. An der Seitenlinie leider nicht. Also nee, an der Seitenlinie nicht, aber ja, irgendwie in der Doppelfunktion dann, genau. 17:30 Uhr geht's los, das passt ja eigentlich ganz gut, weil dann könntest du dir hinterher theoretisch noch das Spiel Hannover gegen HSV anschauen. Schaffst du das dann überhaupt noch, oder? Das schaffe ich auf jeden Fall, das kann ich auch dann bei uns am Vereinsgelände anschauen, aber das werde ich mir natürlich anschauen. Das ist ja dick markiert, weil ich verfolge alle meine Ex-Vereine und wenn dann zwei gegeneinander ja oder aufeinander treten, dann natürlich erst recht und bin ja gespannt. Beide Mannschaften haben, glaube ich, in der Saison eine sehr gute Mannschaft, können eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen und es wird ein sehr interessantes Spiel. Ja. Beide sind ja noch ungeschlagen. Der HSV ist mit 7 Punkten in die Saison gestartet, gegen 3 Aufstiegsanwärter, also ein gelungener Saisonstart. Hannover hatte vermeintlich leichtere Gegner, steht jetzt mit 5 Punkten da, könnte aber mit einem Sieg am HSV vorbeiziehen. Wen schätzt du denn aktuell stärker ein? Es ist schwer zu sagen, wer stärker ist. Ich glaube schon, dass der HSV eine
ja, sehr gute Mannschaft hat und dadurch, dass da jetzt mit Tim Walter auch ein bisschen länger Kontinuität besteht, dass da auch seine Spielweise von den Spielern sehr gut aufgenommen wurde und auch umgesetzt wird. Und man hat jetzt halt auch gegen Berlin gesehen, ja, welche Qualität der HSV hat. Und wenn er, ich glaube, wenn der HSV es schafft, in jedem Spiel die Qualität auf den Platz zu bringen, dann werden sie, glaube ich, auch noch in der zweiten Liga jeden Gegner schlagen. Aber natürlich im Spiel, man weiß nie, was in 90 Minuten passiert, ob ja, die Mannschaft an ihre 100% Leistung rankommen kann. Und dann ist die Mannschaft natürlich auch schlagbar. Und Hannover hat da schon auch eine sehr gute Mannschaft. Und es wird, ja, sag ich mal, ein sehr interessantes und intensives Spiel. Aber ich sag, wenn der HSV an seine Leistungsgrenze kommt, hat der HSV schon insgesamt mehr Qualität nochmal ja, im Kader. Du sagst aber auch schon, Hannover hat auch eine interessante Mannschaft und Stefan Leitl ist ja jetzt auch schon im zweiten Jahr dabei. Also da ist dann auch jetzt auf Kontinuität gesetzt worden, nachdem es in der Rückrunde ja durchaus ein paar auch hohe Niederlagen gab. Dann gerade zum Abschluss das 1:5 gegen Kiel. Das hat schon nochmal gesessen, hat dann auch Martin Kind nochmal gesagt, der dann auch gleich nach dem Auftakt, dem 2:2 dann gegen Elversberg, den Trainer ja durchaus mal kurz angezählt hat. Also das gehört in Hannover auch mal dazu, ne? Das kennst du wahrscheinlich noch, dass Ja, der Martin Kind dann mal lospoltert. ich glaube, das gehört bei beiden Vereinen dazu. Und umso schöner ist es, dass jetzt auch beide Vereine mal auch an ihren Trainern festhalten und denen da das Vertrauen schenken und auch die Möglichkeit geben. Ja, es braucht, oder ich habe selber gemerkt, es braucht halt einfach eine Zeit, bis sich da auch eine Mannschaft einspielen kann, bis die Spielidee von einem Trainer umgesetzt werden kann. Und ich glaube schon, dass Stefan Leitl da auch in Greuther Fürth gezeigt hat, dass er eine Mannschaft ja sehr gut weiterentwickeln kann, dass er auch mit einer Mannschaft aus der zweiten in die ersten Liga aufsteigen kann und da Greuther Fürth auch sehr guten Fußball gespielt hat. Und deswegen ist es ja umso schöner, dass er jetzt nochmal die Chance bekommen hat, so die Mannschaft weiterzuentwickeln, auch neue Spieler nochmal dazu bekommen hat. Und ich glaube schon, dass man jetzt in den ersten Spielen auch gesehen hat, dass Hannover da auch ein Wörtchen mitreden wird um den Aufstieg. Du hast natürlich nicht nur Martin Kind in Hannover miterlebt, sondern auch so, ja, die emotionalste Phase von Klaus-Michael Kühne beim HSV. Es ist heute auf jeden Fall ruhiger geworden um ihn. Also die aktuelle sportliche Führung hat da definitiv einen besseren Weg gefunden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist alles nicht mehr so, ja, fast schon diffamierend wie früher, als ja auch der Drittliga-Manager einmal gefallen ist. Du hast insgesamt 3 Jahre sowohl in Hamburg erlebt als auch in Hannover. Wo war denn deine schönere Phase? Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich war HSV einerseits sehr intensiv, andererseits habe ich immer gesagt, diese intensive Zeit und diese Strahlkraft, die der Verein hat, das hat er einen schon sehr in den Bann gezogen. Und auch dann im ersten Jahr mit dem Klassenerhalt in der Relegation oder insgesamt in allen 3 Jahren immer dann, im zweiten Jahr war es eher ein, sag ich mal, ein ruhigeres und vom Tabellenplatz auch ein entspannteres Jahr. Aber halt alle 3 Jahre sozusagen, dann auch im dritten Jahr den Klassenerhalt geschafft. Das hat halt schon ja, mit dem Verein eine sehr große Verbundenheit erzeugt. Und ja, es hat halt mega Spaß auch gemacht, im Volksparkstadion mit den Fans zu spielen und auch auswärts. Jetzt sind es in Hannover, ja, wie ihr gesagt habt, 20.000. Damals, glaube ich, kann ich mich erinnern, waren in Berlin 15.000 dabei. Das ist schon was Besonderes und das weiß man auch als Spieler zu schätzen, dass die Fans da auch auswärts die Zeit auf sich in Kauf nehmen, auch natürlich das Geld dafür investieren. Es ist natürlich ein Auswärtsspiel, natürlich die Tickets, dann irgendwie dahin kommen. Das ist auch natürlich ein enormer Aufwand und deswegen war der HSV da die Zeit, die hat halt schon sehr verbunden. Bei Hannover war es halt das, oder die erste Saison war mega, mega gut, mega toll als oder sportlich, weil wir da, sag ich mal, als Aufsteiger eine richtig gute Saison gespielt haben. Da war es halt leider so, dass die Fans ja gegen Martin Kind ein bisschen protestiert haben und sozusagen die sportliche Leistung dann nicht wirklich, sag ich mal, honoriert haben und uns da in den Stadien nicht so unterstützt haben. Und dann kam halt im zweiten Jahr mit dem Abstieg, war halt schon für mich persönlich auch dann sehr,
ja, sehr enttäuschend, das erste Mal mit einem Verein abgestiegen zu sein. Und es muss ich schon sagen, dass das einen Spieler auch sehr, nicht nur den Verein, sondern auch einen Spieler persönlich sehr mitnimmt und dann auch ein bisschen länger gedauert hatte, es zu verarbeiten. Und im dritten Jahr war es dann halt auch noch, ja, für mich persönlich sehr, sehr schlecht, dass es in Hannover lief. Und dann kam auch noch Corona dazu, leere Stadien. Deswegen war es dann halt am Ende schon eine Zeit, die jetzt nicht so toll für mich gelaufen ist. Du hast schon angesprochen, diese emotionalen Ausschläge, gerade auch beim HSV, sehr, sehr positive Erinnerung natürlich, trotzdem dann auch, du hast schon gesagt, 2,5 Jahre Abstiegskampf. Wie haben dich emotional diese Jahre beim HSV, aber auch in Hannover dann mit dem Abstieg so geschlaucht auch? Ja, natürlich war es brutal intensiv. Ich war ja Abstiegskampf aus Augsburg gewohnt, aber es war dann nochmal eine ganz andere Form, weil einfach ein ganz anderer Druck, eine ganz andere mediale Präsenz da war und natürlich man damit viel öfters konfrontiert wurde, weshalb, wieso. Die Ansprüche waren komplett andere natürlich, als ich zum HSV gekommen bin. Man wollte da natürlich mit einem ja, finanziell ganz guten Investitionen halt schon wieder irgendwie, ich glaube, das Jahr davor war ja Relegation gegen Greuther Fürth und da wollte man halt schon, dass man da auch ja irgendwo ein bisschen wegkommt vom Abstiegskampf und dann verlief die Saison natürlich insgesamt sehr, sehr schlecht mit, glaube ich, 4 unterschiedlichen Trainern und dann hat es zum Glück mit der Relegation geklappt, dass man zumindest den Klassenerhalt geschafft hat, weil halt die Ziele am Anfang der Saison halt natürlich andere waren, irgendwo im gesicherten Mittelfeld mal einen Step nach vorne zu machen. Und es war natürlich eine sehr intensive Zeit. Es gab halt auch nicht nur schöne, sondern auch negative Momente, auch mit den Fans natürlich negative Momente, die man aber, ja, die, glaube ich, irgendwo im Fußball oder wenn man länger im Fußball dabei ist, irgendwo ja abhaben kann, beziehungsweise dann auch sagt, es gehört leider irgendwo im Fußball dazu, dass es dann halt nicht so toll abläuft, aber insgesamt dann im Nachhinein überwiegen halt die schönen und tollen Momente halt dann in Karlsruhe, wie wir da mit den Fans gefeiert haben oder im dritten Jahr am letzten Spieltag gleich gegen Schalke war es, wo es dann halt emotional, ich glaube, man kann das gar nicht beschreiben, was das für Emotionen bei einem Spieler oder auch bei den Fans auslöst und dann halt nach dem Spiel halt mit den Fans zu feiern. Und das bleibt halt im Nachhinein und das verbindet halt auch einen dann extrem mit einem Verein. Diese Emotionen, die du gerade ja auch beschrieben hast, die stehen ja auch für beide Vereine letztlich, für die du gespielt hast, ne? Also HSV und Hannover. Es wollen auch viele Personen von außen immer mitsprechen. Steht diese Emotionalität beiden Clubs manchmal im Weg? Ich glaube nicht die Emotionalität. Ich glaube beim HSV oder beim Hamburger SV ist es nochmal viel größer und extremer und auch, glaube ich, insgesamt die Stadt ist größer, die Fanbasis ist auch noch mal größer wie in Hannover. Deswegen hat es noch mal eine höhere und größere Dimension. Aber natürlich in großen Städten, wo Bundesliga-Vereine spielen, hat man halt immer auch ja viele Menschen, die auch den Verein finanziell unterstützen und die da auch irgendwo meinen oder glauben, mitreden zu müssen, beziehungsweise mitreden zu wollen, ist natürlich auch irgendwo auch ein gutes Recht, weil sie natürlich den Verein unterstützen. Jetzt in Hannover, Martin Kind ist natürlich auch im Verein, damals als Präsident auch im Verein aktiv gewesen, ist natürlich nochmal eine andere Konstellation. Aber ich glaube nicht, dass die Emotionen oder die Größe der Vereine, sage ich mal, das Problem sind, sondern halt, dass die Vereine es nicht irgendwo hinbekommen, eine klare Hierarchie auch oben, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch oben, ganz oben hinzubekommen, damit jeder auch Bescheid weiß, wer was zu sagen hat oder nicht zu sagen hat. Und ja, dass die Kommunikation da einfach viel besser ja abläuft. Du hast eben das Spiel gegen Schalke angesprochen, da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran. Kurz vor Schluss, Pierre-Michel Lasogga macht da, ich glaube, der Ausgleich war es dann, ne? Und dadurch hattet ihr dann die Chance noch am letzten Spieltag gegen Wolfsburg aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich meine, bei diesem Spiel stand Bakary Jatta das erste Mal in der Startelf. Ich glaube, das ist der einzige Spieler beim HSV, der jetzt auch noch dabei ist.
Erzähl doch mal ein bisschen, wie du ihn damals eigentlich erlebt hast. Der kam ja im Prinzip aus dem Nichts, ne? Ja, der kam, keiner kannte ihn. Er kam dann zum Probetraining, was natürlich auch nicht ganz so gewöhnlich ist bei einer Bundesligamannschaft, dass da jemand irgendwie zum Probetraining kommt. Passiert jetzt auf allerhöchster Ebene nicht mehr ganz so oft. Aber er kam da zum Probetraining und man hat natürlich direkt halt, oder man wusste natürlich auch seine Vorgeschichte, er wurde ja vorgestellt. Und man hat aber direkt vom ersten Training gesehen, was für eine enorme Geschwindigkeit er hat. Und er hat das da auch meiner Meinung nach sehr gut im Training gemacht. Auch nicht nur mit seiner Geschwindigkeit, sondern auch schon, man hat sein taktisches und sein taktisches Verständnis und seine Technik auch gesehen, dass es halt auch schon auf einem höheren Niveau reichen könnte. Natürlich waren da am Anfang auch Sachen dabei, die halt vielleicht nicht Bundesliga-Niveau hatten, aber das hat er dann halt mit der Zeit sehr gut gemacht und er hat sich direkt menschlich sehr gut in die Mannschaft integriert, hatte da sehr viel, ich glaube, er hatte sehr viel Spaß mit uns, wir hatten sehr viel Spaß mit ihm und es ist halt schon eine richtig coole Geschichte und auch seine Entwicklung, wie er sich von damals bis jetzt sportlich entwickelt hat und natürlich jetzt ein enorm wichtiger Spieler für die Mannschaft ist. Und das freut natürlich einen, dass jemand da so eine Entwicklung genommen hat. Und auch für ihn, der halt ein sehr netter Mensch ist. Und freut es mich halt sehr, dass er da, so eingeschlagen ist. Wie hast du ihn denn in der Kabine erlebt? Er ist ja, wird von allen so als lieber, netter, lustiger Typ beschrieben. War er von Anfang an dann so oder war er erstmal schüchtern und musste er auch erstmal die Sprache lernen? Natürlich war alles für ihn neu und da war er natürlich schüchtern und hat sich sehr zurückgehalten, konnte die Sprache nicht. Aber man hat halt von Anfang an seine Fröhlichkeit gemerkt und dass das ein Mensch ist, der einfach Freude auch am Leben hat und da auch, glaube ich, ja, sehr froh war, auch in der Truppe zu sein, die ihn da sehr gut aufgenommen hat und da einfach auch alle freundlich zu ihm waren und er da oder auch keine Unterschiede gemacht haben, dass er jetzt irgendwie ein Probespieler oder irgendwas ist. Und mit der Zeit wurde es natürlich auch für ihn immer einfacher mit Sprache lernen und dann ist er natürlich immer mehr aufgeblüht und irgendwann war es schon halt, dass er auch so ein bisschen, sehr viele Späße in der Kabine gemacht hat und da auch sein fröhliches Gesicht immer gezeigt hat mit seinem Lächeln und man da schon gemerkt hat, dass er da einfach auch sehr froh und dankbar über diese Chance war und auch dann natürlich auch eine sehr schöne Zeit mit uns hatte und wir auch mit ihm. Er hat sich ja gerade in der zweiten Liga echt zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Also alleine in den vergangenen beiden Jahren sind ja mit Ransford Königsdörfer und Levin Öztunali zwei Konkurrenten für seine Position verpflichtet worden. Am Ende spielt trotzdem Jatta. 2019 hat er auch gespielt. Du warst damals bei Hannover. Ihr wart zu Gast im Volkspark und er hat wahrscheinlich das emotionalste HSV-Tor seit Luca Waldschmidt damals zum Klassenerhalt gegen Wolfsburg geschossen. Du saßt auf der Bank. Hast du noch Erinnerungen an diesen Moment? Es gab dann extrem emotionale Stimmung auf den Rängen. Es war damals die Phase, als gegen Jatta wegen seiner vermeintlich gefälschten Identität ermittelt worden war. Und dann kam dieses Tor und aus den Fans musste einfach nur alles explodieren. Kannst du dich noch erinnern an dieses Tor? Ich muss wirklich sagen, ich kann mich da jetzt nicht wirklich dran erinnern, weil es wahrscheinlich dann für mich in negativer Weise war. Und dann erinnert man sich dann im Nachhinein nicht so gerne. Deswegen kann ich da jetzt wirklich nicht viel zu sagen, weil ich mich wirklich an das Tor nicht erinnere. Natürlich war es für ihn eine schwere Zeit, als das Ganze aufgekommen ist. Und ich weiß ja auch persönlich, wie es ist, wenn über einem selbst halt sehr viel Negatives geschrieben wird, wie sehr das einen Menschen dann belastet und wie viele Gedanken man sich macht. Und da war es natürlich eine Sache, die da sehr, sehr auf ihn eingeprasselt ist. Und da kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wie schwer und wie hart diese Phase für ihn war. Und dass das Tor dann für ihn persönlich eine Erlösung war und dann auch gezeigt hat, wie der Verein, wie die Fans halt hinter ihm stehen, ist halt schon
da auch für einen Spieler ja, geil zu spüren, dass man so einen Rückhalt dann hat. Das ist natürlich ein Teil auch beim HSV, du hast ihn gerade angesprochen. Wenn es gut läuft, wird man da wirklich geliebt und gefeiert. Aber wenn es nicht gut läuft, dann muss man sich auch schon mal was anhören. Ich glaube, Sven Schiplock, dein alter Kollege, hat auch mal gesagt, hat er auch dieses Jahr seine Karriere beendet, dass der HSV ihn fast zerstört hätte, so diese Zeit. Hat er auch dann wirklich eine schwere Zeit gehabt, ohne Tore, viel Erwartungshaltung. Wie hast du das persönlich erlebt, so diese Kritik, die dann natürlich auch oft aufkommt? Zerstört jetzt nicht, aber es war schon eine, auch für mich eine sehr, erstmal eine neue Situation und auch eine sehr intensive Situation, wo ich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte auch mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten, der, sag ich mal, ja, mich da begleitet und mit dem ich mich einfach austauschen kann. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, es war alles cool und es war eine einfache Zeit. Es war schon natürlich eine intensive Zeit, vor allem in den Phasen, wo es halt überhaupt nicht lief. Meine Frau hat da auch, und ich war auch einer, der sich immer damit beschäftigt hat, der das auch in sein Privatleben mitgenommen hat, der sich da Gedanken gemacht hat, wieso, weshalb läuft es gerade nicht so gut, auch für mich persönlich, was kann man verändern, dass ich da sehr viele Gedanken gemacht hat und oder für den es auch dann sehr schwierig war, irgendwie ein bisschen abzuschalten, wegzukommen davon. Und deswegen war es halt auch schon, dass es bei mir im Privatleben, glaube ich, für meine Mitmenschen nicht ganz so einfach war. Und meine Frau ja auch selber gesagt hat, ja, dass sie mich da auch teilweise nicht mehr wiedererkannt war, weil ich da einfach so ja in mich selbst geschlossen war und einfach versucht habe, mir da Gedanken zu machen, was man verändern könnte in der Mannschaft, ich selber, damit es wieder ja laufen kann und man sich dann auch über alles irgendwie Gedanken gemacht hat. Kann ich heute irgendwo ins Restaurant gehen oder kann ich mit Freunden irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder bleibe ich doch lieber zu Hause und ja, sag ich mal, versteckt mich gerade in der Situation und gehe den Konfrontationen aus dem Weg. Und das ist natürlich dann halt ja nicht so toll, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen auch lenken lässt und sich dann zurückzieht, auch in seinem Privatleben, obwohl es dann natürlich irgendwo auch dazugehört, dass man ja selber als Mensch ja irgendwo trotzdem normales Leben leben kann, obwohl es im Fußball gerade nicht so toll läuft, aber es hat halt schon einen halt sehr in seinem ganzen Leben einfach beeinflusst. Man überdenkt dann jede einzelne Aktion, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Privatleben, ob man das jetzt lieber macht oder sein lässt. Und deswegen war es halt schon sehr intensiv und auch eine sehr, ja, eine Phase, die halt auch nicht ganz so einfach war für mich und auch für meine Mitmenschen. Aber es war auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe sehr viel mitnehmen können, auch dann mit einem Mentaltrainer, wie ich damit umgehen kann. Und was ich halt jetzt auch sehr viel mitgenommen habe, dann in meiner Karriere danach und auch halt, was ich jetzt auch den Spielern sehr viel mitgeben kann, um es vielleicht auch anders oder um mit den Situationen dann anders umgehen zu können. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, wie Sven das gesagt hat, dass die Zeit in Hamburg mich irgendwie kaputt gemacht hätte. Es war natürlich sehr intensiv, aber ich habe auch sehr viele schöne Erinnerungen und ich habe es geliebt, im Volksparkstadion aufzulaufen. Muss auch sagen, Hamburg, meine Perle, war halt auch schon ein besonderes Lied und das zu hören, das hat halt schon auch Gänsehautmomente gebracht und deswegen habe ich im Nachhinein sehr viele schöne Erinnerungen an die Zeit. Können wir darüber nochmal ganz kurz sprechen? Du hast das Tor von Bakary Jatta nicht mehr in Erinnerung, aber wahrscheinlich das Tor von Luca Waldschmidt noch. Ich erinnere mich noch, wie ihr danach da auf der Bank halbnackt standet und die Fans mit ihren Rasenstücken vor euch standen. Das war mit Sicherheit ein Highlight, die Relegation in Karlsruhe hast du schon angesprochen. Vielleicht auch dein erstes Profitor in Darmstadt. Was war so für dich dein persönliches HSV-Highlight? Ja, es ist halt immer, wenn man im Nachhinein auch oder in der Saison schaut, es waren ja immer irgendwo andere Ansprüche und man ist dann halt immer in die Situation geraten, dass man mitten im Abstiegskampf war. Und dann war es natürlich, es war halt schon besondere Momente mit besonderen Emotionen mit dem Klassenerhalt in Karlsruhe, wie gesagt, und auch am letzten Spieltag mit Luca Waldschmidts Tor.
da habe ich, oder ich habe es noch vor Augen, wie er das Ding einköpft und wie dann halt alle Emotionen einfach, ja, ich glaube, das kann man einfach nicht beschreiben, wenn man nicht selber dabei war. Und ich glaube, man kann schon sagen, als Spieler, es gibt halt nichts Geileres, wenn man halt dann in solchen Situationen einfach dann alles rauslassen kann und einfach mal den Kopf dann ausschalten kann und dann auch nach dem Spiel einfach feiern kann mit den Fans. Aber natürlich auch damals das Tor in Darmstadt ist natürlich für mich ein besonderer Moment, weil es mein erstes Profitor war und mein letztes Profitor. Deswegen habe ich da sehr gute Erinnerungen auch an die Saison insgesamt, weil ich da das erste Mal bei einem Trainer oder der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat auf einer komplett anderen Position. Ich war eigentlich immer nur als Linksverteidiger bekannt und dann Marcus Gisdol, ja, auf die Idee kam, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, dass er mich da auf A6 aufstellt und es dann halt vom ersten Spiel schon in Hoffenheim sehr gut geklappt hat und die ganze Saison dann für mich persönlich an sich sehr gut auf der Position ja, funktioniert hat und dann auch, sag ich mal, bei mir auch so gezeigt hat, du kannst nicht nur Linksverteidiger sein, du kannst auch was anderes spielen und ja, ich da auch ja, zu Markus ein sehr gutes Verhältnis hatte und die Saison für mich da auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, du bist, genau, du hast es gerade beschrieben, du bist umfunktioniert worden als Sechser und hast gerade gesagt, dass du selber gar nicht damit gerechnet hattest, obwohl du ja eigentlich die Anlagen auch für diese Position mitbringst. Das heißt, vorher ist da nie jemand drauf gekommen, das war nie mal Thema, dass du da auch spielen könntest? Ich habe meinen kompletten Jugendbereich links hinten verbracht. Ich habe dann alle meine Profijahre bis dort hinten links hinten verbracht. Ich könnte mich nicht mal an irgendein Testspiel erinnern, dass ich auf einer anderen Position gespielt hätte. Und das war dann, ich kann mich noch sehr gut an das Training erinnern. Wir haben, glaube ich, 11 gegen 11 gespielt. Und da hat mich ja Markus an die Seite genommen und meinte, ja, traust dir zu, auf A6 zu spielen. Ich glaube schon, dass du ja ein sehr guter Spieler auf der Position wärst und ich sehe bei dir in den Fähigkeiten, ja, das dort zu spielen und traust dir zu. Ich so, habe ich noch nie gespielt, aber natürlich traue ich es mir zu, aber ja, ist für mich komplett neu, komplett fremd. Also das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, war mal, dass wir, glaube ich, im ersten Jahr beim HSV auch ja, das war auch mit Mentaltrainern so einen Persönlichkeitstest gemacht haben. Und da kam schon raus, auch bei dem Persönlichkeitstest, dass ich schon Fähigkeiten habe, die im Zentrum, ja, oder beim Fußball im Zentrum eines Spiels halt zu Trage kommen würden. Aber es hat halt danach niemand mehr weiterverfolgt. Und ja, dann kam halt eigentlich bei Marcus Gisdol war das erste Mal, dass der Trainer da auf die Idee kam und es dann wirklich sehr gut funktioniert hat, mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich da natürlich auch von Spiel zu Spiel da auch immer mehr reingewachsen bin. Und natürlich war es halt immer, oder es ist immer gut, wenn man was Neues, sag ich mal, macht und es von Anfang an funktioniert, dann hat man sofort den Glauben daran, ja, dass es halt gut klappen kann und man hat dann sofort auch eine Bestätigung und versucht dann, sich dann auch weiterzuentwickeln auf der Position. Das Besondere war ja damals auch, dass nicht nur du dann da gespielt hast, sondern auch Gotoku Sakai, der war ja bis dann auch nur Außenverteidiger und ihr dann zusammen auf der Doppel-Sechs. Hat dann ja wirklich eine Phase sehr, sehr gut funktioniert. Am Ende, meine ich, hat Markus Gisdol dich dann wieder vor allem links hinten eingesetzt, so die letzten Wochen, dann auch das Spiel gegen Wolfsburg. Danach war ja dann für dich Schluss beim HSV. Ich glaube, du hast es damals selbst entschieden. War es für dich dann irgendwie so ein Abschluss, dass du gesagt hast, jetzt ist auch ein guter Moment, irgendwie was Neues zu machen? Ja, es war, sag ich mal, zwiegespalten. Es war schon, dass ich zu Markus Gisdol ein sehr gutes Verhältnis hatte, die Saison für mich persönlich sehr gut lief, ich da auch sehr viel Spaß hatte und dadurch auch für mich, ja, die Option bestand, auch beim HSV nochmal länger zu bleiben. Es war dann halt schon so, dass Interesse von Hannover war oder ein großes Interesse. Und ich glaube, damals war Jens Todt, glaube ich, Sportdirektor, Sportvorstand. Und sozusagen mir beziehungsweise meinem Berater mitgeteilt wurde, dass erst irgendwie Vertragsgespräche nach der Saison geführt werden, wenn halt Klarheit besteht. Konnte ich natürlich einerseits verstehen, andererseits konnte ich es halt überhaupt nicht verstehen, dass da
von ihm auch nirgendwie im Gespräch mit mir geführt wurde, in welche Richtung es sich irgendwie entwickeln könnte oder ja, einfach alles sozusagen offen gelassen wurde. Markus Gisdol hat mir da schon ganz klar gesagt, dass er sehr gerne mit mir weiterarbeiten würde, mich da sehr schätzt, aber ja, bei Hannover war halt schon, dass Horst Held und André Breitenreiter und Gary Zuber, die drei da sehr danach waren, mich zu verpflichten und ich mir da schon Gedanken gemacht habe, ja, will ich nochmal was Neues ausprobieren, woanders nochmal einen Neuanfang, sage ich mal, sozusagen zu wagen oder halt hier, wo ich schon vieles kenne, wo natürlich sportlich die 3 Jahre nicht so gelaufen sind, wie ich es mir natürlich vorgestellt habe. Natürlich bin ich auch mit ganz anderen Ansprüchen zum HSV gewechselt, um da, sage ich mal, auch sportlich den nächsten Step zu machen, sowohl persönlich wie auch als Mannschaft. Das ist leider nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann waren halt schon die Gedanken, ja, was ist jetzt der richtige Weg? Und wie gesagt, ich hätte es mir schon sehr gut vorstellen können, auch zu bleiben, weil einfach zu Markus Gisdol das Verhältnis so gut war und es auch in der Mannschaft Spaß gemacht hat. Andererseits war ich da auch schon ein bisschen enttäuscht, dass halt ja nicht von Markus, sondern halt von höherer Ebene einfach ja gar keine Rückmeldung kam oder auch mir, sage ich mal, sehr wenig Wertschätzung gegenüber ja zugetragen wurde. Und deswegen habe ich dann irgendwann nach der erfolgreichen Relegation dann am Abend noch sehr viel Spaß gehabt mit der Mannschaft und am nächsten Morgen hatte ich schon das Gefühl, ja, es tendiert halt in eine andere Richtung und auch am Sonntag, glaube ich, da hatten wir die Abschlussfeier und auch bei der Abschlussfeier kam da auch Jens Tottlich auf mich zu und hat da irgendwo ein Gespräch mit mir gesucht, um natürlich keine Vertragsgespräche, aber mal irgendwie eine Richtung mitzugeben und das fand ich dann halt schon, sage ich mal, ein bisschen enttäuschend, dass ich sage, ja, dass da gar keine Rückmeldung mir gegenüber von seiner Seite gezeigt wurde und dann für mich halt es schon noch mal mehr verdeutlicht hat, dass ich da irgendwo ja in Hannover einen Neuanfang wagen möchte, weil die Verantwortlichen sich da auch sehr viel Mühe gegeben haben. Wir haben hier noch jemanden, der eine Nachfrage zu deiner HSV-Zeit hat und der mittlerweile in der dritten Liga spielt. Matze, mein Bester. Ja, ich habe da mal so eine Frage oder ich will mal ein bisschen was von dir hören, ne? Erzähl mal so, was du immer so in deinem länderspielfreien Wochenende so gemacht hast. Also erzähl mal so ein bisschen davon, ne? Bin ich mal gespannt, was du da so für schöne Geschichten auspackst. Ja, Dennis Diekmeier, unverkennbar. Du hast ihn natürlich sofort erkannt. Jetzt beim SV Sandhausen in der dritten Liga, ist abgestiegen nach 2 Jahren. Und ja, ich glaube, ich erinnere mich noch, er war, meine ich, vor allem dann mit dir unterwegs, ne? Wenn mal eine Länderspielpause anstand. Ich glaube, wir haben es irgendwann mal das erste Mal angefangen mit unseren Frauen. Ich glaube, das erste Mal war es nach London, dass wir gemeinsam geflogen sind, hatten da eine richtig coole und schöne Zeit und da, glaube ich, auch das erste Mal so richtig auch als Menschen kennengelernt, weil man da sehr viel Zeit dann, glaube ich, 3 Tage war und dann wirklich fast die komplette Zeit miteinander verbracht hat und alles sich da auch mal noch mal mehr austauschen könnte und wir da, glaube ich, ja, sowohl unsere Familien wie auch wir beide persönlich eine sehr enge Verbindung aufgebaut haben und dann sehr viele Länderspielpausen gemeinsam verbracht haben, öfters dann noch mal in London waren, weil es irgendwie uns dann verbunden hat, dann auch in Barcelona waren. Ja, ich glaube, letztes Jahr waren wir gemeinsam auf dem Oktoberfest. War auch ganz cool. Nee, wir haben immer in München direkt? Bitte? In München direkt oder? Ja, genau, in München. Nee, in München direkt. Haben da auch dann ja in München übernachtet. Und ja, wir da auch jetzt, obwohl sich sportlich, sage ich mal, unsere Wege getrennt haben, immer noch weiter sehr, sehr guten Austausch, sehr guten Kontakt. Dennis, wenn du hier zuhörst, du hast dich schon länger nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe in letzter Zeit öfters versucht anzurufen, aber da kam kein Zurückruf. Deswegen, wenn du das hörst, kannst du ihn mal gerne wieder melden. Nee, er da auch natürlich auch unter der Woche natürlich auch sehr viel ja, Zeit investieren muss mit seinen 4 Kindern und halt, glaube, die sind gerade auch mitten im Umzug beziehungsweise wollen umziehen.
Und ja, wir da jetzt auch außerhalb des Fußballs eine sehr, sehr gute, enge Freundschaft haben und uns da regelmäßig austauschen. Wir beide gerne uns öfters sehen wollen würden, auch wenn das jetzt, sag ich mal, Sandhausen und nach Augsburg jetzt nicht mehr ganz so weit ist, aber trotzdem ist irgendwo, dass jeder dann seine Aufgaben hat und es dann trotzdem nicht so oft zustande kommt, dass wir uns sehen, aber da glaube ich schon aus dem Fußball ich zu ihm ja einen sehr guten, weiterhin sehr guten Draht hat, habe. Man lernt ja sehr viele Fußballer dann kennen. Du hast so 10 bis 15 Jahre, ich weiß nicht, wann dein erstes Profispiel war, ob es dann schon mit 18 war, aber ja, sehr, sehr viele Fußballer kennengelernt. Was war dann so im Nachhinein deine schönste Zeit als Fußballer? So die Anfangsjahre als junger, ambitionierter Profi oder ja, was war für dich so die beste Zeit? Das ist schwer zu sagen. Überall hatte ich, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Natürlich war es halt die Anfangsjahre beziehungsweise das erste Spiel für meinen Heimatverein, wo ich aufgewachsen bin, vom VfL Bochum, wo ich 14,5 Jahre ja als Spieler war, im kompletten Jugendbereich durchlaufen bin und wo ich als kleiner Bub, sag ich mal, in der Kurve stand und da das Bochum-Lied von Grönemeyer gesungen habe. Natürlich an mein erstes Profispiel, da kann ich mich noch, glaube ich, an jede Einzelheit erinnern und weiß, wie nervös und aufgeregt ich war und alles komplett neu. Das oder der Verein verbindet mich natürlich extrem, weil ich da auch einfach ja 19 oder 20 Jahre meines Lebens einfach dort gelebt habe und dann auch ja 14,5 Jahre in dem Verein verbracht habe. Aber natürlich dann auch in Augsburg eine sehr gute Zeit gehabt mit der letzten Saison, wo es persönlich für mich halt richtig gut lief mit 8 Torvorlagen, der Außenverteidiger mit den meisten Vorlagen gewesen zu sein in der Bundesliga. Es war natürlich für mich persönlich eine sehr schöne Zeit, aber wie gesagt, beim HSV oder jeder Verein oder jede Zeit von mir irgendwo hat irgendwas anderes mitgebracht, der HSV oder dass ich so einen Verein kennengelernt habe, der so eine Strahlkraft hat, der so eine Größe hat, egal wo, sag ich mal, wo ich auf der Welt Urlaub gemacht habe, egal ob Hawaii, Bali, überall hat mich irgendwo ein HSV-Anhänger angesprochen und das zeigt einfach, ja, was für eine Größe der Verein hat und das ist natürlich, ja, schön für einen Spieler, dass man für so einen Verein spielen darf, der einfach so bekannt ist, so groß ist und das war halt natürlich sehr schön und Hannover hatte natürlich auch seine positiven Seiten, vor allem in der ersten Saison, wo es halt wirklich sehr gut lief. Natürlich auch dann in der zweiten Saison und dritten Saison jetzt nicht so toll für mich, aber auch da, das erste Jahr hat richtig viel Spaß gemacht, auch mit anderen Breitenreiter und der Mannschaft hatten ja eine sehr gute Mannschaft, aber ich bin auch dankbar, auch wenn es nur Österreich war, die gleiche Sprache ist, aber über die Auslandserfahrung, um einfach nochmal neue Sachen miterleben zu können, nochmal neue Stadien zu sehen, auch die Abläufe ein bisschen anders und über die Zeit in Österreich bin ich dankbar, dass ich da nochmal im Ausland, auch wenn es jetzt vielleicht nicht für viele das große andere Ausland ist, weil die Sprache gleich ist, aber trotzdem irgendwo das System ein bisschen unterschiedlich ist, auch zu Deutschland, dass ich das einfach kennengelernt habe. Wir haben noch mal eine Nachfrage zu deinen Anfängen als Fußballprofi. Die kommt allerdings nicht von uns, sondern... Hallo, mein Schatz. Also ich habe die ultimative Frage an dich. Wann warst du aufgeregter, als du dein Debüt als Profispieler in der ersten Bundesliga hattest und das erste Mal aufs Spielfeld gelaufen bist? Oder als du vor mir auf die Knie gegangen bist und mir einen Heiratsantrag gemacht hast? Ja, die ultimative Frage von deiner Frau Anne-Kathrin. Ich glaube, vor 3 Jahren habt ihr geheiratet. Und ich weiß nicht, welches Spiel sie meint. Ob sie dein erstes Spiel mit Bochum dann meint? Ich glaube, das war in der zweiten Liga, ne? Mit Friedhelm Funke damals, oder? Ja, genau. Ja. Mein allererstes Spiel war halt, da wurde ich nach 60 Minuten eingewechselt. Gegen den VfL Osnabrück war ein Heimspiel. Lagen 2-1. Ich glaube, 2-1 lagen wir zurück und haben am Ende das Spiel 3-2 gewonnen. Und wenn sie das Spiel meint, dann war ich auf jeden Fall aufgeregter, als ich auf die Knie gegangen bin. Weil da muss ich schon sagen, das war halt schon positiv, dass man sozusagen, ich war erst 2 Wochen oben dabei bei den Profis beim Training
und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich eingewechselt werde als Außenverteidiger bei 2-1 Rückstand, habe mich da warm gelaufen und habe eigentlich gar nicht im Kopf gerechnet, dass ich jetzt irgendwie noch ins Spiel kommen würde. Und dann kam ja der Co-Trainer in der 60. Minute angelaufen und hat die ganze Zeit auf mich gezeigt. Und ich habe erstmal nicht reagiert, weil ich dachte, er meint einen Mannschaftskollegen, irgendwen neben mir. Da waren halt noch Giovanni Federico und noch andere Spieler neben mir, die da schon nochmal Offensivspieler beziehungsweise auch nochmal was ganz anderes vorzuweisen hatten. Aber nee, er hat dann am Ende wirklich mich gemeint und dann konzentriert man sich einfach nur noch aufs Spiel und macht sich dann keine anderen Gedanken. Eine Woche später, wo ich dann gegen Duisburg angefangen habe in der zweiten Liga, auch nochmal ein Derby, Duisburg-Bochum, da war es natürlich schon ein bisschen anders. Da hat mich am Abend davor Friedhelm Funkel schon informiert, dass ich morgen von Anfang an spielen werde. Und dann ist es natürlich schon mal was anderes, weil dann weiß man morgen, ja, man ist sofort dabei und dann beschäftigt man sich schon damit und setzt sich damit auseinander. Und dann kommt natürlich, wenn es komplett neu ist, man da als junger Spieler, sag ich mal, erst kurz dabei ist, dann ist da nicht nur eine gewisse Anspannung, sondern da ist halt dann schon eine ja, gewisse Nervosität und Aufgeregtheit. Und dann ist natürlich extrem wichtig, dass man da mit einer guten Aktion ins Spiel startet. Aber ich glaube schon, dadurch, dass ich wusste, das war damals auf Bali, und ja, da war ja schon ein bisschen Vorplanung geplant oder Arbeit geplant gewesen, wie ich es machen möchte und ob es dann am Ende auch alles so funktioniert wie vorgestellt. Da war ich schon sag ich mal, nervös und aufgeregt. Du bist ja mittlerweile auch als Spielerberater tätig und dort auch in der dritten Liga unterwegs, um die Spieler zu beobachten. B360 Sports heißt die Agentur. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du die Seiten gewechselt hast? Ja, ich habe mir wie gesagt, schon am Ende meiner Karriere oder die letzten Jahre immer mal dann schon wieder Gedanken gemacht, in welche Richtung ich gehen möchte. Und da war schon bei mir der Gedanke, dass ich so ein bisschen von außerhalb nicht mehr irgendwo im Verein tätig sein will, sondern eher von außerhalb und dann als Spielerberater aktiv sein will, weil ich einfach den Spielern was mitgeben möchte, denen helfen möchte auf ihrem Weg. Ich natürlich auch. Ich hatte unterschiedliche Agenturen in meiner Karriere, habe da, muss ich sagen, sowohl positive wie auch negative Erfahrungen gemacht. Und man macht sich natürlich auch darüber dann Gedanken im Nachhinein, was ist gut verlaufen oder nicht gut verlaufen, auch in der Betreuung, Beratung. Und da will ich einfach das, was ich mitgenommen habe und die Erfahrung gesammelt habe, nicht nur auf dem Platz. Ich finde auch wichtig, als Spielerberater ist es auch wichtig, den Spielern auch Möglichkeiten aufzuzeigen, neben dem Platz, egal in welcher, oder es gibt ja, Spielerberatung ist ja auch immer abhängig, in welcher Entwicklungsstufe der Spieler gerade ist. Ist er noch im Jugendbereich, hat das gerade in den Profibereich geschafft und oder auf dem Sprung dahin, ist das schon ein erfahrener Profi. Da braucht ja jeder Spieler irgendwo auch eine andere Beratung, sage ich mal auch. Nicht nur was das Fußballerische angeht, sondern auch was neben dem Platz passiert. Natürlich ist es, solange ein Spieler noch nicht irgendwie ein Jahr Stammspieler irgendwo im Profibereich war, gehört es für mich auch dazu, dass der Spieler sich auch irgendwo ein zweites Standbein ein bisschen aufbaut, egal ob es seine Schule zu Ende machen ist und dass man da auch als, sag ich mal, als Spielerberater den Spielern da auch eine gewisse Richtung mitgeben kann, was für Möglichkeiten man hat. Und natürlich ist es dann, wenn es dann im Profibereich zugeht, dann ist es natürlich auch irgendwo natürlich das Sportliche, den Spieler sportlich zu begleiten, aber natürlich ihm auch da aufzuzeigen, wie kann ich mich oder wie stelle ich mich versicherungstechnisch richtig auf, wie kann ich vielleicht, wenn ich irgendwo nochmal auf einem höheren Niveau spiele und ganz gut Geld verdiene, wie kann ich mich da vielleicht ja aufstellen, um dann davon ja eine Rücklage für später haben zu können. Und da ist halt natürlich auch jeder Spieler unterschiedlich, wie viel Beratung er möchte und auch zulassen will. Aber es gehört da für mich schon dazu, die Spieler Möglichkeiten einfach zu geben, weil ich da auch am Anfang vor allem meiner Karriere
ja, jemanden an der Seite hatte, der mir auch da sehr viele verschiedene Richtungen aufgezeigt hat und in die ich da oder über die ich da halt sehr dankbar bin, weil da natürlich auch sehr viel Neues einfach für mich war und auch für meine Familie. Du hast ja durchaus, hast du schon selbst gesagt, ein paar Beraterwechsel gehabt, auch durchaus große Berater oder Agenturen gehabt, mit Tobias Sander damals, mittlerweile Roof heißen die, glaube ich, oder Patrick Williams, Wassermann. Du hast aber auch gesagt, du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht. Was war denn da, was dir, ja, oder was dir gezeigt hat, was in der Branche vielleicht da nicht so gut läuft? Ja, ich will jetzt nicht auf irgendwelche Agenturen, aber du hast halt natürlich schon Agenturen angesprochen, bei denen ich war, wo ich auch sagen kann, Tobias Sander, das war halt mein erster Berater und das war damals eine ganz kleine Agentur, die sich dann immer größer und ja, größer entwickelt hat. Und da muss ich schon sagen, auch bei Tobias Sander, dass er mir da vor allem in den ersten Anfangsjahren ja sehr viel mitgegeben hat, mitgeholfen hat und ich da auch sozusagen in der Spielerberatung von ihm sehr viel mitnehmen konnte, was ich vielleicht jetzt auch so umsetzen würde, weil ich das da ja bei ihm persönlich sehr gut fand. Und ja, was negative Erfahrungen sind, ist halt immer der Berater oder die Berateragentur, die vertritt ja immer nur einen Spieler und sollte dann ja auch nur ja im Sinne des Spielers handeln, beziehungsweise auch alle Aktionen nicht nur im Sinne des Spielers machen, beziehungsweise auch nur nach Absprache mit dem Spieler. Und es war halt schon so, dass es halt ja auch bei mir eine Agentur gab, die halt bei meinem damaligen Verein vorstellig wurde und da sehr, sag ich mal, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, eine Meinung, die ich einfach auch nicht so krass geteilt habe, wie, sag ich mal, wie die Berater es dann auch vor dem verantwortlichen Kund getan haben und die dadurch auch ja im Verein für mich sehr viel kaputt gemacht haben und das da auch für mich dann in dem Verein sehr schwierig gemacht haben für mich. Das war halt schon. Kannst du da Beispiele benennen? Also inwiefern ist es schwieriger geworden für dich? Ja, weil die Verantwortlichen einfach dann eine andere Meinung über mich hatten und mich dann nicht so gesehen haben, weil da sehr deutlich kommuniziert wurde, dass ich für den Verein, ja, sag ich mal, nicht mehr auflaufen werde, sondern halt ja, einen Wechsel anstrebe oder auf jeden Fall möchte. Und dass ich mich mit dem Verein sozusagen nicht mehr wirklich identifiziere. Und das war halt nicht in meinem Sinne. Und ja, deswegen war es halt von der Kommunikation sehr schlecht und mit mir auch nicht über abgesprochen. Es war schon, sag ich mal, bei mir gedanklich schon, dass ich ja auch im Wechsel nicht abgeneigt wäre, aber so wie es einfach dem Verein mitgeteilt oder meinem damaligen Verein mitgeteilt wurde. Das war Augsburg, oder? Also vor deinem Wechsel zum HSV oder wann war das? Darüber will ich jetzt nicht sprechen, weil es dann natürlich auch Rückschlüsse gibt, auf welche Agentur es gekommen ist. Deswegen will ich da gar nicht so konkret sprechen. Aber das ist halt so verlaufen, dass es einfach nicht in dem Sinne verlaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie es mit mir auch besprochen wurde. Und das sind halt dann schon Sachen, weil ich sage, der Spielerberater vertritt einfach den Spieler und da sollte man halt alles, was man macht, auch jetzt bin ich so, dass ich alles oder auch jedes Angebot, das ich bekomme für den Spieler, egal ob ich glaube, dass es für den Spieler überhaupt in Frage kommt oder nicht, ich bespreche es mit dem Spieler und er muss mir am Ende sein Go geben, dass es wirklich nicht in Frage kommt oder sein Go geben, dass es in Frage kommt. Ich würde einem Spieler nie irgendwie ein Angebot vorenthalten, nur weil ich glaube, dass ich selber es nicht machen würde. Das gehört sich nicht und genauso würde ich auch nie irgendwo von Spieler vorstellig werden und da irgendwas sagen, was nicht mit dem Spieler abgesprochen ist oder was nicht im Sinne des Spielers ist. Wann war dein erster Berater? Ich habe es gerade ganz schlecht gehört. Ja, Henrik, dein Ton ist gerade weg, aber ich glaube, ich weiß, welche Frage du mir stellen wolltest. Wir wollen einmal wissen, wie alt du warst, als du deinen ersten Berater hattest. Das war relativ spät bei mir, weil es bei mir nicht so aussah, dass ich
den Sprung in den Profifußball schaffe und es dann auch so war, dass ich dann beim VfL Bochum in der zweiten Mannschaft im ersten Jahr eher auf der Bank oder teilweise sogar auf der Tribüne gesessen habe und auch in der U19 habe ich schon gespielt, aber ich war jetzt nirgendwo, oder irgendwo immer bei einem Verein, dass sie gesagt haben, das ist das größte Talent und der wird es auf jeden Fall schaffen. Und früher war es halt noch nicht so, dass die Spielerberater frühzeitig auf die Spieler zugegangen sind. Und es war dann, glaube ich, dass ich 19 war, 18 oder 19, dass es dann halt Kontakt gab von mehreren Spielerberatern gleichzeitig bei mir. Und ich mich dann halt mit meinem Bruder, mit unterschiedlichen, sag ich mal, Beratern zusammengesetzt habe und ausgetauscht habe, weil es einfach für mich komplett neu war und ich da auch so ein bisschen erstmal gedacht habe, ja, wie entscheide ich mich, beziehungsweise woran mache ich die Entscheidung, wer ist jetzt der Richtige für mich? Und da ich auch einfach meinen Bruder mit zu dem Gespräch mitgenommen habe, um vielleicht auch irgendwo eine zweite Meinung zu hören. Und dann haben wir einfach mal die Gespräche auf uns wirken lassen und haben uns damals halt, wie wir ja gerade gesprochen haben, für Tobias Sander und Thomas Strunz entschieden für eine kleine Agentur. Genau, ihr seid jetzt ja auch noch eine relativ kleine Agentur oder wollt noch wachsen mit der Agentur, zu der du jetzt gewechselt bist. Ich glaube, so euer Topspieler ist Ron Schallenberg bei Schalke, gerade von Paderborn zu Schalke gewechselt. Warst du da auch schon mit involviert oder hast du überhaupt schon deinen ersten Transfer abgewickelt? Bei Ron zum Beispiel war ich nicht involviert, aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt kein verglichen mit meiner allerersten Agentur damals, das waren halt drei Personen, Tobias Sander, Thomas Schunz, Stefan Hasal, die das zu dritt gemacht haben. Da sind wir schon in der jetzigen, bei B360 sind wir halt schon deutlich breiter und größer aufgestellt. Wir haben jemanden, der den finnischen Markt macht. Wir haben jemanden oder zwei, die in Österreich sind. Mehrere Leute, die jetzt in Deutschland, sage ich mal, für den Raum zuständig sind. Dann haben wir jemanden in Italien. Deswegen sind wir da schon deutlich breiter und größer aufgestellt. Von dem Namen der Agentur oder vom Marktwert natürlich erhoffen wir uns, dass da ja natürlich jetzt nochmal, sag ich mal, mehr Spieler dazukommen, beziehungsweise wir selber mehr Spieler entwickeln können. Unsere Agentur ist ja in Berlin ansässig und da haben wir schon im Berliner Raum sehr viele talentierte Spieler bei Hertha und Union Berlin, die auch teilweise schon ihre ersten Profiverträge haben und da den Sprung sozusagen in den Profibereich schaffen sollen. Und ich persönlich war jetzt halt beim Transfer von Simon Steele, den ich auch damals von Hannover noch kannte, der, als ich bei Hannover gespielt habe, hat er den Sprung zu den Profis geschafft und hat sich dann leider jetzt in den letzten Jahren noch nicht so durchbeißen können, sage ich mal, im Profigeschäft, war halt an Kaiserslautern vor 2 Jahren ausgeliehen, letztes Jahr an Viktoria Köln und ja, dem wir jetzt in der Agentur, sage ich mal, zu Viktoria, nicht zu Viktoria Köln, zu Saarbrücken jetzt gebracht haben, da letzte Saison war er bei Viktoria Köln und jetzt halt zu Saarbrücken gebracht haben und da habe ich halt, das erste Mal bei einem Transfer, wo ich halt beim Spieler halt mitgewirkt habe. In welchem Alter fangt ihr denn an, die Spieler zu beraten? Das war jetzt natürlich auch komplett neu für mich, dass ich feststellen musste, dass sich das deutlich nach vorne verlagert hat, dass teilweise schon in der U14, U15 die Spielerberater scouten und da die Spieler ansprechen. Und das ist eigentlich schon meistens in der U17, die Top-Spieler, die irgendwo gehandelt werden, alle schon bei irgendeiner Agentur oder von irgendeiner Agentur vertreten werden und in der U19 fast, dass vielleicht nur noch pro Mannschaft 1, 2, 3 Spieler gibt, die gar keinen Spielerberater haben. Deswegen hat sich das halt was halt Nachwuchs betrifft, deutlich nach vorne verlagert. Damals war es bei mir erst, dass vielleicht ab der U19 erstmal angefangen wurde zu gucken, wer vielleicht oder wo ein Spielerberater oder eine Spieleragentur jemanden Spieler angesprochen hat. Und mittlerweile hat sich es halt sehr nach vorne verlagert, dass schon U14, U15 Spieler angesprochen werden von Spielernberatern und da vielleicht auch schon vertreten werden. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das müssen halt andere beurteilen. Ist natürlich, ob
ja, ein 14-Jähriger schon irgendwelche ihren Spielerberater braucht, weil große Verträge, okay, ist mittlerweile gibt es halt schon auch Jugendspieler, die sehr frühzeitig irgendwo einen Ausrüstervertrag bekommen. Ich glaube, da ist halt schon auch Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, bei dem es ja auch ja schon sehr, sehr früh angefangen hat. Und ja, aber andererseits sind es halt Kinder und ist halt schon, sage ich mal, eine nicht ganz so einfache Problematik. Die FIFA will ja auch den Beratermarkt jetzt etwas regulieren. Man muss jetzt oder soll jetzt künftig Lizenzen machen. Hast du deine eigene FIFA-Lizenz schon gemacht für die Beratertätigkeit? Ich habe sie noch nicht gemacht, aber ja, das steht natürlich auf der Agenda, weil das natürlich ja eine Voraussetzung ist, die die FIFA jetzt geschaffen hat beziehungsweise schaffen möchte. Und weil natürlich es einfach sehr viele Berater einfach gibt, weil viele einfach ja glauben, irgendwo, es gibt ja auch viele Fußballtrainer auf den Tribünen, die glauben, dass jeder irgendwo im Fußball mitsprechen kann und so. Deswegen glauben auch viele, dass die irgendwo einen Spieler beraten können und denen und ihm da irgendwo ja was mitgeben können. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, schon auch gut, dass es da irgendwo Klarheit gibt und auch ja irgendwo auch eine Lizenz gibt, um eine gewisse Voraussetzung dafür zu haben. Klar. Und der Wettbewerb, der ist schon groß mittlerweile, gerade im Nachwuchsbereich. Ihr habt jetzt auch noch Verstärkung bekommen in eurer Agentur mit einem ehemaligen HSV-Spieler, Maxi Beister. Ja, hat auch seine Karriere dann beendet und der hat auch noch eine Frage zu eurer HSV-Zeit und die hören wir jetzt. Matthias, grüß dich. Hier ist dein ehemaliger Mitschüler, der Maxi Beister. Ich hoffe, dir geht's gut. Kurz eine Frage von mir, und zwar, wir hatten ja damals beim HSV immer so eine kleine Kartenrunde, abends, entweder beim Pierre, bei mir, mit dem Luis noch zusammen, mit Nikolai Müller noch zusammen, und kurz mal eine Frage nur von mir, ich wollte mal wissen, und zwar, du warst unfassbar schlecht in dem Kartenspiel, das hieß Pyramide. Ich kann mich immer erinnern, dass du mit Abstand Letzter wurdest. Von daher meine Frage, konntest du mittlerweile dein Kartenspiel verbessern? Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht. Wir sind ja eh viel im Austausch, da wir jetzt auch zusammenarbeiten. Ja, in diesem Sinne, liebe Grüße und lass was von dir hören. Ja, das Kartenspiel Pyramide kannte ich noch gar nicht, aber... Kennen, glaube ich, ganz viele nicht, weil ich glaube, deshalb wird auch irgendwo, haben die Jungs das damals beim HSV so ein bisschen selber erschaffen, wie genau das Spiel dann abläuft. Und ich glaube, jeder, der dann immer neu dazukam, musste das jetzt erstmal am Anfang lernen und überhaupt die Regeln zu verstehen. Ich glaube, die haben das so ein bisschen abgeändert von irgendeinem anderen Kartenspiel. Aber ja, wir haben das wirklich richtig viel gespielt, sowohl auch ja bei Auswärtsfahrten im Trainingslager, aber auch dann privat bei irgendjemandem zu Hause und haben da echt viele Kartenrunden gemacht. Also das hatte ich danach bei keinem anderen Verein mehr, dass wir da so viel irgendwie Karten gespielt haben. Aber das, was der Maxi gesagt hat, dass ich da extrem schlecht war, also da hat er irgendwas falsch in Erinnerung oder wollte einfach nur von seinen Kartenleistungen ablenken. Nee, aber da hatten wir schon sehr viel Spaß miteinander und es war so, ja, anstatt irgendwie eigentlich Zeit vorm iPad zu verbringen oder Filme zu gucken, haben wir da wirklich sehr viel Karten gespielt, auch vor allem bei den langen Busfahrten und haben sozusagen so die Zeit vertrieben. Und ja, zu Maxi hatte ich halt auch danach immer noch ja Kontakt zueinander und das hat sich jetzt halt ja zusammen wieder ergeben, dass wir jetzt ja bei B360 zusammenarbeiten und da auch ja sehr viel im Austausch sind. Er da natürlich vorwiegend jetzt im Westen unterwegs ist, weil er dort im Westen auch wohnt oder halt auch in Hamburg sehr viel unterwegs ist und ich halt mehr hier im Süden, aber wir da ja öfters in der Woche miteinander sprechen und telefonieren und uns einfach austauschen. Du hast ja gerade auch darüber gesprochen, dass man mittlerweile die Talente sich schon viel früher sichert für die Berateragenturen, als das vielleicht früher der Fall war. Wie bewertest du denn das Geschäft und insbesondere so das Buhlen um die ganz jungen Talente, die teilweise noch Kinder sind?
Das Geschäft, ich glaube schon, dass es wichtig ist, für Spieler oder Spielerberater schon wichtig sind und dass da auch jeder Spieler irgendwo, vor allem am Anfang seiner Karriere, glaube ich, es einfach viele neue Sachen sind und viele ungewohnt sind und auch die Eltern dann von den Spielern damit nicht umzugehen wissen, wie, sag ich mal, auch das Profigeschäft dann läuft, beziehungsweise auch ja einfach für die meisten Familien dann eine komplett neue Situation ist und dass da, glaube ich, jemand, der da eine gewisse Erfahrung in dem Bereich hat, jedem Spieler einfach und auch ja den Eltern da zur Seite stehen kann und denen da einfach Tipps geben kann. Deswegen sage ich schon, dass Spielerberater sehr wichtig sind. Die Frage nach dem Alter ist halt schwer zu beantworten. Ich glaube auch nicht, dass ein 14-, 15-Jähriger schon einen Spielerberater braucht. Es hat sich leider so entwickelt, dass es so geworden ist oder dass die Agenturen immer früher versuchen, halt die Top-Spieler zu sich in die Agentur zu holen, um einfach, sag ich mal, ja, sich die Spieler zu safen für später, weil ich habe auch während meiner eigenen Laufbahn gesehen, es gab so viele Topspieler in der U14, U15, U16, mit denen ich gespielt habe und sag ich mal, die alle am Ende den Sprung nicht geschafft haben und ich, der eigentlich in all den Jahren so ein bisschen im Hintergrund war und sag ich mal, eher mitgelaufen bin, es dann am Ende geschafft hat. Deswegen ist es ja auch irgendwo so ein bisschen im Nachwuchsbereich, vor allem in den ganz jungen Jahren, irgendwo ja eine Wette mit den Spielern ist, ob die es überhaupt schaffen oder nicht. Deswegen ist halt die Frage, ab welchem Alter macht es Sinn, Spielerberatung? Natürlich macht es irgendwo Sinn, wo wenn man es oder wenn es halt schon in Richtung Profibereich geht, wo wenn ein 17-Jähriger schon ja einfach ein Ausnahmetalent ist und auch schon bei den Profis mittrainiert, dass er da schon auch dann ja eine gewisse Betreuung einfach braucht und um einfach ihm auch aufzuzeigen, was für Möglichkeiten es gibt. Natürlich auch mittlerweile von den Agenturen dann nochmal Personal Training oder Physiotherapie der Spieler auch bekommen kann und die Agenturen da einfach schon sehr gut aufgestellt sind, um einfach, sag ich mal, den Übergang dann im Profibereich so einfach und so gut wie möglich den Spielern zu ermöglichen. Aber eine Antwort auf die Frage, ab welchem Alter es sinnvoll ist, ist halt schwer zu sagen. Es hat sich halt schon einfach so entwickelt in den letzten Jahren, dass halt mittlerweile sehr, sehr viele junge Spieler, talentierte Spieler schon in sehr jungen Jahren einfach angesprochen werden. Ja, die Antwort auf eine andere Frage ist natürlich auch jetzt noch interessant und vor allem, wie du es jetzt zeitlich machen willst. Also du bist jetzt Trainer, du bist Spieler, du bist Vater und jetzt auch noch Berater. Wie willst du das zeitlich alles machen, wenn du dann auch noch deinen Trainerschein machst, deinen Beraterschein? Das ist ja natürlich gerade sehr, sehr intensiv und das, wie gesagt, mit dem Cheftrainer sein war halt auch überhaupt nicht geplant. Ich habe die Agentur natürlich schon darüber informiert und die Agentur sagt natürlich, wenn ich es als Chance sehe, dann unterstützen die mich da und stehen da komplett hinter mir und legen mir da sozusagen keine Steine in den Weg. Aber natürlich muss man dann jetzt ja auch ich persönlich irgendwo Prioritäten setzen, weil ich habe ja auch nicht unendlich Zeit. Ich habe unsere Tochter geht zum Glück ab erst, was heißt zum Glück, aber ab nächsten Monat in die Kita. Dann bis jetzt war halt immer, dass ich auch mit meiner Frau mich absprechen musste, wer auf die Kleine, sage ich mal, aufpasst, weil meine Frau auch angefangen hat, wieder zu arbeiten, weil sie natürlich auch oder meine Frau auch eine ist, die auch gerne, sage ich mal, arbeiten geht und da auch sozusagen ihre Energie reinstecken möchte, was entwickeln möchte und sozusagen unsere Kleine sozusagen immer zu Hause war und wir uns da aufteilen mussten oder Schwiegereltern auch mit einbeziehen haben. Und natürlich wird die Kita einerseits es uns ein bisschen erleichtern, andererseits kann sie damit, sag ich mal, mit Kindern im Alter halt jeden Tag spielen und was natürlich auch für sie sehr wichtig ist. Aber ich muss natürlich da irgendwo Prioritäten setzen und ich habe gesagt, wenn ich irgendwo bei einem Verein Cheftraineramt antrete, dann habe ich da natürlich Verpflichtungen dem Verein gegenüber und auch
halt den Spielern gegenüber. Und da will ich einfach nicht irgendwie irgendwas nur hinklatschen und sagen, ja, das machen wir heute, das und das im Training, sondern da ist halt schon für mich eine gewisse Trainingsvorbereitung, auch schon eine gewisse Spielvorbereitung. Man kann ja in der Bayernliga die Spiele auch online gucken und da auch Videoanalyse, sage ich mal, machen und sich mit den Gegnern schon mal auseinandersetzen und beschäftigen, wie man das Spiel angehen möchte. Deswegen ist da halt schon der Zeitaufwand einfach viel, viel größer wie davor. Und das muss halt, wie es jetzt letztendlich alles ablaufen soll bei mir, das muss ich halt noch auch mit der Agentur besprechen. Aber von der Agenturseite kam sofort halt, ja, wenn ich Lust drauf habe und, sag ich mal, es machen möchte, dass da vollkommen Unterstützung von der Seite kommt und ja, ich da jetzt irgendwie nicht ja, daran gehindert werde, sondern die Agentur ja komplett hinter mir steht, wenn ich das einfach machen möchte und da auch meine Zeit rein investieren möchte. Ja, sehr interessante Laufbahn, die du da eingeschlagen hast und auch sehr interessanter Weg, der da noch vor dir steht. Wir sind damit fast am Ende unseres Podcasts, aber der darf natürlich nicht enden vor unserer Abschlussrubrik. Meine Top 3. Ja, du hattest sehr viele Trainer in deiner Karriere. Beim HSV war es allein in deinem ersten Jahr 4, du hast es vorhin gesagt. Wir würden jetzt gerne die Top 3 Trainer deiner Spielerlaufbahn erfahren. Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, jeder Trainer hat seine Stärken und Schwächen und bei jedem Trainer oder von jedem, ich war ein Spieler, der jetzt auch sich immer mit dem Training oder wie der Trainer auftritt, sich immer auch irgendwo damit auseinandergesetzt hat und das auch irgendwo mitgenommen hat für jetzt oder für die Zeit danach. Deswegen ist es schwer zu sagen, wer jetzt die Top 3 Trainer für einen sind, weil jeder einfach, glaube ich, irgendwo eine eigene Persönlichkeit ist und ja, seine Stärken und Schwächen hat oder auch Wert auf Unterschiede legt. Für mich persönlich war es halt schon, dass ich halt Trainer hatte und unter denen es einfach sportlich für mich persönlich besser lief und da hat man natürlich automatisch zu den Trainern einfach ja eine andere Verbindung wie zu Trainern, wo es für einen persönlich, glaube ich, sportlich nicht so toll lief. Deswegen erinnert man sich da. Übersetzen wir mal, also wahrscheinlich Markus Gisdol, André Breitenreiter und Markus Weinzierl, oder? Ja, ich glaube, ich werde mein Leben lang Friedhelm Funke dafür dankbar sein, dass er mir die Chance gegeben hat, ja, Profi zu werden. Ohne ihn wäre ich nicht dort, wo ich danach die ganzen Stationen war. Vor allem, er hat mir die Chance gegeben, wo ich jetzt auch nicht irgendwie in der zweiten Mannschaft ein absoluter Stammspieler war, sondern es sich dann erst, sag ich mal, 4 Wochen davor so ein bisschen entwickelt hat, dass ich da sehr viel gespielt habe und er sich dann in der zweiten Mannschaft ein Spiel angeschaut hat und mich dann nach oben zum Training eingeladen hat und mir da auch am Anfang sehr viele Tipps mitgegeben hat. Und deswegen sage ich auch Friedhelm Funke, dem bin ich ja zu viel einfach dankbar und der da auch mich sehr viel unterstützt hat und mir da auch sehr viel Rückendeckung gegeben hat und mir auch gesagt hat, wenn ich Fehler mache, das gehört dazu. Ich bin jung, ich muss lernen. Aber ja, der mir einfach sehr viel Rückhalt gegeben hat, was, glaube ich, auch für junge Spieler einfach enorm wichtig ist, weil da macht man ja sich erst recht, wenn man einen Fehler gemacht hat, macht man sich da unendlich viele Gedanken. Aber natürlich auch unter Markus Weinzierl hatte ich halt vor allem im letzten Jahr in Augsburg halt eine überragende Zeit, wo es einfach als Mannschaft überragend lief und auch für mich persönlich damals mit 8 Torvorlagen und sozusagen erstmal überhaupt dann sozusagen mir so einen Markt geschaffen habe, dass dann auch sehr viele Interessen von unterschiedlichen Vereinen gekommen sind und dann halt auch der Schritt zum HSV gehen konnte. Dann beim HSV war es natürlich auch unter Bruno Labbadia hatte ich eine sehr gute Zeit und mit dem ich auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Wie auch schon besprochen mit Markus Gisdol hatte ich auch ein sehr gutes Verhältnis und auch eine sehr gute Zeit. Bei André Breitenreiter war es dann auch mit, sag ich mal, mit anfänglichen Problemen hatten wir dann auch sportlich eine sehr gute Zeit und er mir dann auch sehr viel mitgegeben hat. Und deswegen, es war halt
Jeder Trainer ist halt unterschiedlich, auch jetzt in Österreich nochmal mit Andi Herzog, auch der im Fußball selber sehr viel erreicht hat. Mit denen hatte ich dann auch in Österreich wirklich eine coole Zeit und da auch sehr viel, vor allem dadurch, dass wir eine extrem junge Mannschaft hatten und ich da, ja, glaube ich, sogar im letzten Jahr der älteste Spieler war, mit ihm ja sehr oft im Austausch war und er da auch sehr oft nach meiner Meinung gefragt hat. Und deswegen ist es halt schwer zu sagen, wer meine Top 3... Machen wir eine Top 6. Ja, es war halt, ich glaube, jeder Spieler wird immer irgendwas anderes über jeden Trainer sagen, weil man, glaube ich, immer, auch zu einem Trainer, ist es halt ein Trainer-Spieler-Verhältnis und für die einen verläuft das Verhältnis besser wie für die anderen. Ich glaube, zu jeder seiner Ex-Freundin hat man dann auch eine andere Meinung, weil einfach das Verhältnis oder wie es dann auseinandergegangen ist, ist dann auch, das bleibt ja bei einem im Kopf und dann wird man halt auch so darüber dann über die Person sprechen. Und ich hatte zu den Trainern, die wir jetzt besprochen haben, schon einfach ein gutes Verhältnis, da auch von denen sehr viel Rückhalt. Und deswegen erinnert man sich an die Trainer immer sehr gerne. Aber wie gesagt, jeder Trainer hat da seine Stärken und Schwächen. Jeder Trainer setzt auf andere Sachen Prioritäten. Und das ist halt vollkommen auch normal, weil jeder Trainer auch ein anderer Mensch ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir werden auf jeden Fall genau hinschauen, auch wie deine Trainerkarriere dann weiterläuft. Mal schauen, vielleicht sieht man sich dann auch irgendwo im Profifußball wieder, ob als Trainer oder als Berater, mal schauen. Genau, und wir werden natürlich auch den HSV unter Tim Walter, dem Trainer, weiter beobachten. Jetzt erstmal das Spiel dann gegen Hannover und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder. Genau, dann steht der nächste Podcast an vor dem Spiel gegen Rostock. Und ja, erstmal vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant, sehr offen, hat Spaß gemacht. Danke, danke euch auch für die Zeit. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Daumen sind gedrückt am Samstag. Zwei Daumen habe ich ja zum Glück und kann ja zwei Daumen drücken und bin gespannt auf das Spiel. Und ja, euch alles Gute und bis bald. Ja, genau. Bis bald. Und du kennst das noch, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.